Zwangsräumung. 15 Jahre zahlten die Bewohner der Liebigstraße 14 Miete. 2007 verkaufte die Stadt das Gebäude und den Mietern wurde verschobenen Gründen fristlos gekündigt. Nach gerichtlichen Auseinandersetzungen wurde das Haus 2011 trotz großer Solidaritätsdemonstrationen geräumt. Auch die Kritik des Bezirksbürgermeisters konnte die gewaltsame Räumung durch 2500 Polizisten nicht verhindern. Die Kosten des Einsatzes wurden auf über 1,4 Millionen Euro beziffert. Am 14. Februar 2013 wurde eine fünfköpfige Familie in Kreuzberg, die sich nach einer Mieterhöhung ihre Schulden 60 Tage zu spät beglichen hatte, gegen den Protest von ca. 1000 Menschen aus ihrer Wohnung zwangsgeräumt. Gegen die friedlichen Sitzblockierer setzten Hunderten immer wieder Attacken mit Haarspray zu. Ja, Castor TV berichtete vorige Woche direkt live von der Blockade gegen die Zwangsräumung in Kreuzberg. Ja, es waren, schaut einfach ins Archiv bei Castor TV oder auch in meinen YouTube-Kanal.